Der Herr sagt, jetzt sende ich 144.000 mit dem Geist von Johannes und mit der Kraft von Elia, die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. July 3, 2005, von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr zu den Menschen der Erde. In meiner rechten Hand liegt die Macht zu erretten und in meiner linken das Urteil, welches ich dabei bin, auszugießen. Denn ich bin der Herr, euer Gott, der einzige Gott, der Gott von Abraham, der Gott von Isaak und der Gott von Jakob, dessen Name Israel ist. Und schaut, ich sandte meinen einzig Gezeugten in die Welt, und das Wort wurde Fleisch, Yahushua, Immanuel. Noch einmal sende ich den Heiligen zu euch, deshalb spitzt eure Ohren und hört zu, damit ihr echtes Wissen empfangen könnt. Denn wie es am Anfang war, so wird es am Ende sein. Denn ich ändere nicht. Schaut, ich sandte Johannes den Täufer, dem Messias voraus, die Stimme von jemandem, der in die Wüste hinausgerufen hat. In die Hand von Johannes hatte ich eine Trompete gelegt, und er hat den Weg begradigt als Vorbereitung für jenen, der nach ihm kommt, durch welchen alle errettet werden müssen. Johannes taufte mit Wasser und mit dem Wort, das ihm gegeben wurde. Und jetzt sende ich 144.000 mit dem Geist von Johannes, dem Täufer, und mit der Kraft von Elia, um mit dem Wort Gottes und mit Feuer zu taufen. Denn ich habe meine Worte in ihren Mund gelegt und die Trompete ruht sicher in ihren Händen. Denn der Menschensohn kommt zurück, um seine eigenen einzusammeln, und er kommt auch schnell in großer Macht und Herrlichkeit. Deshalb vertraut jenen, die ich gesandt habe, und sende, denn sie sind meine Zeugen, sie hören meine Stimme und bereiten meinen Weg vor mir. Meine Kinder, dies ist tatsächlich der Trompetenruf am Ende dieses Zeitalters. Meine Urteile werden vom Himmel fallen, auf jeden Stamm, jede Sprache, jedes Volk und jede Nation. Meine Strafen werden hart auf die Erde herunterregnen und den Stolz der Menschen brechen. Schaut, ich werde alle Menschen aus ihren Orten entfernen. In meinem heftigen Zorn werde ich die Menschen hinausdrängen und die Städte werden verwüstet werden und die Häuser verwahrlost zurückbleiben. Denn die Erde wird zu einer riesigen Wüste werden. Doch da gibt es eine Zuflucht vor diesem Sturm. Es wurde ein Weg vorbereitet, dem zu entkommen. Er wird Jesus Christus genannt. Der Herr Yahushua HaMashiach ist sein Name. Ruft ihn an. Wartet nicht, ruft seinen Namen in Aufrichtigkeit und Wahrheit an, und ihr werdet sicherlich errettet werden, sagt der Herr.